Geek Talk, der europäische Tech Podcast. Einen schönen guten Morgen. Hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 22. August. Heute haben wir dabei Twitter, Amazon Music, Amazon Fresh und YouTube und Google. Beginnen tun wir mit Twitter. Die haben mal wieder was zugekauft und zwar ein neues Unternehmen und zwar das Unternehmen Lightwell. Ja, hat wahrscheinlich noch nie einer gehört, oder vielleicht die allerwenigsten, um es mal nicht so krass auszudrücken. Die sind zwei Jahre alt und haben ein Toolset entwickelt, was die Entwicklung von iOS-Apps beschleunigen soll und Designern hilft, die notwendigen Dateien für die Entwickler bereitzustellen. Also ein bisschen Collaboration. So, und was macht Twitter jetzt mit denen? A, sie haben das Toolset von Lightbill nun komplett kostenlos den Nutzern zur Verfügung gestellt. Vorher gab es ein Abo-Modell. Und das Team von Lightwell soll helfen, Twitter zu unterstützen in der Kommunikation. Also in der Kommunikation anscheinend intern wie auch extern mit den Nutzern. Also so richtig kann ich mir nichts unter vorstellen, bin aber gespannt, was daraus wird. Nächstes Thema ist Amazon Music. Die kommen jetzt auf die Smartwatches. Also es beginnt jetzt und zwar mit den Smartwatches von Garmin. Das ist das erste Mal, dass Amazon Music äh, auf einer Smartwatch zur Verfügung steht, egal ob man Prime oder Unlimited hat. Man kann dann seine Musik auf die Uhr runterladen und die auch offline abspielen. Wie gesagt, ähm, Garmin ist der Hersteller und da sind diverse Modelle am Start, wo jetzt Amazon Music unterstützt wird und es wird mich nicht wundern, wenn da auch noch mal andere Smartwatches demnächst kommen. Und bislang war auf Garmin generell Spotify und Dieser möglich. Und jetzt gibt es halt einen dritten Dienst. Schöne Sache für alle, die eine Garmin Smartwatch haben, die ja auch ganz populär ist, weil sie eine gute Abholleistung hat. Und wenn wir schon bei Amazon sind, gehen wir mal rüber zu Amazon Fresh. Das ist ja der Lieferdienst, der frische Lebensmittel liefert. Und da hat Amazon seit Anbeginn 2017 mit der L zusammen daran gearbeitet. Und der L hat jetzt die Segel gestrichen und hat gesagt, sie machen das nicht mehr mit. Sie steigen da aus. Sie hätten das analysiert. Und der Markt würde weit hinter den Erwartungen zurückbleiben. Sprich, die haben es mal durchgerechnet und irgendwie rechnet sich das wahrscheinlich nicht für die. Ja, also der ist raus. Amazon Fresh wird aber bleiben, denn Amazon hat bereits schon angefangen, die frischen Lebensmittel über ihr eigenes Logistiknetzwerk zu vertreiben. Äh, nicht zu vertreiben, zu liefern, besser gesagt. Und so wird es dann auch weiter wohl ausschauen. YouTube, die schaffen jetzt zum 18. September die Direct Messages ab. Ja, eventuell wundert ihr euch. Das würde mich jetzt auch nicht unbedingt wundern, denn viele kennen die Direct Messages von YouTube gar nicht. Aber die haben halt ihr eigenes ja, Chat-System da. Da konnte man sich mit YouTube-Creatorn austauschen. Ich habe glaube ich meine letzte DM im Februar bekommen und war da auch total überrascht, weil davor hat es auch schon länger gedauert. Generell sind die DMs bei YouTube auch noch gar nicht so alt, sondern erst zwei Jahre. Und ja, anscheinend. Denkt YouTube, sie machen keinen Sinn. Und sie haben mehr oder weniger direkt gesagt, die Nutzer sollen sich doch in den öffentlichen Kommentaren auf YouTube austauschen, was meiner Meinung nach nicht die tollste Variante ist, oder auf andere Systeme ausweichen. Tja, so kann man es auch machen. So richtig verstehe ich den Sinn der Aktion nicht. Und letztes Thema für heute, wir bleiben im Hause Google. YouTube ist ja von Google. Und diesmal geht es um den Play Store, denn Google hat das Design des Play Stores geupdatet. Also der ist jetzt total hell, ist viel sauberer, äh, hat eine neue Navigation und man bekommt viel schneller die Informationen, was es so Neues gibt für die Android-Welt. Und ein bisschen orientiert es sich, glaube ich, auch an Apples App Store. Der hat ja auch erst 2017 einen Makeover bekommen und ist ganz anders aufgetreten. Also von daher interessante Sache, die auch meiner Meinung nach lange überfällig war. Und das war's dann auch. Ich wünsche euch einen großartigen Donnerstag, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen zum Ende der Woche dann noch einmal. Bis dann, ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.